Hallo bei Tivino. Ich freue mich heute zu einer ganz besonderen Sendung mit zwei tollen Weinen und zwei ganz besonderen Gästen. Und zwar haben wir hier die zwei hottesten Radiomoderatoren aus Hamburg. Also, hallo. Ihr seid Max und Matze von Energy Hamburg, richtig. Okay. Seit 3 Jahren moderieren wir die Talkshow morgens immer von 5 bis 10. Und wollten heute mal vorbeischauen. Vielen Dank für die Einladung. Okay, ich habe gedacht, wir probieren heute zwei Weißweine, die ich ausgesucht habe, die wirklich ganz, ganz toll sind jetzt für den Sommer, also für den, wenn er kommt, wenn er dann da ist. Die einfach easy zu trinken sind, die Spaß machen, die nicht viel Geld kosten, die einfach echt super sind. Und ich hoffe, euch schmecken sie auch. Und das Wichtige an der Weinprobe sind ja diese ganzen Aromen, die man riecht. Ich weiß nicht, habt ihr da schon mal Erfahrung mit, was man alles in einem Wein riechen kann? Ganz viele Früchte, genau. Um euch rum stehen auch so ein paar Früchte. Deswegen ist es so eine kleine Hilfe. Mal schauen, ob wir einiges davon in dem Wein wiedererkennen. Der erste Wein ist ein Sauvignon Blanc. Und zwar kommt er aus Südafrika, aus Stellenbosch. Also relativ warme Gegend, super für Sauvignon Blanc. Also Sauvignon Blanc hat ja die Heimat, den Ursprung an der Loire, ne? Der Sancerre. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast mir mal erzählt. Das ist mein Lieblingswein. Deswegen hoffe ich auch, dass er dir schmeckt. Aber lass es einfach mal verkosten. Okay. Besondere Technik oder? Ja, also muss ich erstmal die Farbe anschauen. Mhm. Genau, was seht ihr? Weißwein, sehr gut. Und das ist schon so ein Goldgelb, schon sehr, sehr kräftige Farbe, ja. Und ich finde, er hat so ein bisschen grüne Reflexe, sieht ihr es auch? Ja, so einen kleinen Grün-Touch. Genau, und schön brillant, ja. Also das heißt eigentlich, dass der Wein klar ist. Also er hat keine Kohlensäure, keine Schwefelstoffe drin, sondern man kann ihn getrost trinken. Also muss man vorher riechen, oder? Genau. Okay, was riecht ihr? Sehr fruchtig. Sehr fruchtig, okay. Riecht, wie du sagst, ähnlich wie der Sancerre. Ja. Habt ihr bestimmte Fruchtnoten in dem Wein? Ich habe jetzt gerade Orange, aber... Mhm. Oder hinter euch den Grapefruit zum Beispiel. Also Grapefruit hätte ich jetzt gesagt. Können wir gerne die Grapefruit nehmen und riechen. Natürlich, klar. Wenn sie sagt, da steht eine Grapefruit, dann sagst du natürlich gleich, ja. Nein, ich habe diese... Klar. Ich wüsste jetzt nicht, was ist, wenn ich an Grapefruit und Wein rieche. Jetzt will ich auch mal riechen. Ja, absolut. Doch, ja. Ja, jetzt, also, das war ja klar, dass du jetzt hinterher springst. Ja. Du bist ja geschleimt. Also Sauvignon Blanc ist generell der Zitrus, Zitrone, Grapefruit, ich finde auch so ein bisschen Papaya, steht auch da niemand. Das hätte ich jetzt auch gleich gesagt. Ja. Ananas. Also schon sehr, sehr exotisch, also auf jeden Fall ein Fruchtcocktail. Also ich finde, er riecht sehr animierend, also man möchte einfach trinken. Und sommerlich, genau. Ehrlich. Super, genau. Mhm. Endlich darf man mal schlürfen. Wisst ihr, warum man das macht? Damit der Wein Luft bekommt? Ja, genau, damit der Wein sich auch im ganzen Mund verteilt. Weil wenn man nur einen Schluck nimmt, dann flutscht er so runter. Wenn man schlürft, dann verteilt man den Mund überall. Und das ist natürlich wichtig, weil auf der Zunge sind ja verschiedene Geschmacksebenen. Also man schmeckt ja süß, sauer, salzig auf der Zunge. Und damit er sich schön verteilt und man den ganzen Wein halt spürt im ganzen Mund. Mhm. Genau, was spürt ihr? Also was schmeckt ihr? Also mein erster Eindruck war sehr lecker. Ja, vor allem auch leicht. Arbeit. Ganz leicht. Also es ist super easy. Ne? Ich finde, er ist auch sehr, sehr exotisch. Mhm. Also man hat wirklich diese Grapefruit, Zitrone, Ananas, Papaya. Also wirklich wie so ein Explosion. Fruchtcocktail. Mhm. Ja, genau. Explosion. Also Fruchtexplosion nenne ich das jetzt. Du musst es in die Werbung. Die Fruchtexplosion. Nee, wirklich sehr lecker. Also da könnte man jetzt... Kann man locker irgendwie eine Flasche trinken. Ne? Aber echt, oder den zwei. Merkt man nicht. Also praktisch, dass ich einen Schraubverschluss. Ich möchte mir vor, jetzt gleich in den Elbstrand zu gehen, wenn jetzt Sommer wäre. Genau. Und Herr Pohlmann singen würde. Ja. Aber ist das nicht, mal doof gefragt als Amateur, ist das ein Qualitätsmerkmal, ob es ein Schraubverschluss ist oder Kork? Nein, frag gar ich mich nicht. Immer. Nee, überhaupt nicht. Also mittlerweile sind die Schraubverschluss genauso teuer wie ein billiger Korken. Also teilweise noch teurer, also es ist gar nicht mehr so. Früher war das, glaube ich, mal vor 10 Jahren, aber es ist total altmodisch. Und ich finde es super praktisch. Zu Hause, wenn man nur Gas trinkt, macht den Schrauber wieder drauf. Aber auch wenn du unterwegs bist. Ja. Super, im Stadtpark, Picknick. Ja. Man hat den Öffner vergessen. Also ich verliere den Öffner immer am Flughafen und habe dann meistens keinen dabei. Das stimmt, genau. Darf man nicht. Also entweder trinkt ihr jetzt aus oder... die Schluckspeicher sind sie ja nun nicht. Es ist ja Feier. Wir müssen ja morgen nicht um 3:45 aufstehen, um ab 5 on air was zu sein. Was wir ja sonst tun. Also. Das heißt, ihr geht abends um 9 ins Bett, um 10? Wow. Also Sandmännchen schaue ich noch. Okay.
Und dann geht's ins Bett. Gibt es ein Glas Wein zum Essen dann abends? Oder? Absolut. Ja. Ich das aber dann nicht... rot, der macht müde. Ja, ich finde das auch gar nicht verwerflich. Hatte ich vor kurzem die Diskussion, ob man abends alleine auch Wein trinkt. Ich finde das, wenn es schmeckt, dann schmeckt es. Ich finde ein Glas oder anderthalb. Ich auch, ja. Gut, bei mir ist halt immer eine Flasche, aber das ist ja mein Therapeut hat gesagt, wenn es mir hilft, dann sage ich das weiter. Das ist gut. Oh, mein Glas ist genau. Voll. Da, oh, ja, meins Glas, auch. Genau. Nächster Wein, Man Witness. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar sind das 5 Freunde, die irgendwie normale Jobs hatten. Ich glaube, der eine ist Architekt, der andere Rechtsanwalt, also auch Südafrikaner. Haben sich zusammengetan, sich ein kleines Weinberg gekauft, weil die brauchten was. Also sie haben immer sehr gerne Wein getrunken zum Grillen und brauchten dann immer ein bisschen was. Haben gemerkt, es wird nicht teuer langsam. Lass uns mal unseren eigenen Wein sich, bauen. Lohnt sich dann doch, einen kleinen Weinberg zu kaufen? Mhm. Ich mache eine Brauerei auf. Hallo. Weinberg. Und dann haben sie das gemacht, sich einen kleinen Weinberg gekauft und haben so ja, nebenbei so ein bisschen Wein gemacht. Ja, jahrelang auch für Eigenproduktion, also für ihren eigenen Konsum, eigenproduziert, für den eigenen Konsum, genau, und für Freunde. Und das war sehr erfolgreich, weil die Weine sind sehr, sehr gut gewesen. Also die haben sie auch mal, glaube ich, auf Spaß zu so einem Wettbewerb geschickt, den er gewonnen hat. Und natürlich ist es doof, wenn man einen Wein einreicht zu einem Wettbewerb und keinen hat oder keine Bezugsquelle nennen kann. Und man sagt, ja, die landen bei uns im eigenen Bauch. Und so ist es entstanden. Also sind 5 Freunde, die diesen Chardonnay machen. Also die haben mittlerweile auch einen Merlot und einen Syrah. Aber aus Frankreich direkt? Nee, auch aus Südafrika. Ach, genau, wir bleiben im Land. Schon gesagt. Hast du zugehört. Aber die Rebsorte ist eine andere. Also Chardonnay ist nicht so aggressiv, nicht so ins Gesicht. Also der Sauvignon Blanc war ja direkt, war ja direkt Frucht da. Im Gesicht. Genau. Und ich glaube, da ist ein bisschen, also ich habe ihn noch nicht probiert, aber floraler. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Also man... Auf jeden Fall, er springt ja nicht ins Gesicht, das stimmt. Genau. Bisschen, ja, das ist so der zurückhaltende, schüchterne Typ dann. Bin ich ja eher. Du! Wohingegen der Sauvignon Blanc einfach so ein offener Mensch ist. Aber ich finde, hier hat man auch ein bisschen was Exotisches. Also, wie gesagt, das ist 100% Chardonnay. Man hat eher so dieses Blumige, ja, so Kamillenblüten, ein bisschen Rosen, ein bisschen Ananas, aber nicht so stark. Man hat auch so ein bisschen dieses Limette, also schon Zitrus, aber eher dieses Grüne, nicht ganz so starke, kräftige. Ja, doch einen anderen Nachgeschmack, finde ich, also so ein bisschen. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, der Nachgeschmack erinnert mich, und da werden jetzt wahrscheinlich viele schmunzeln, an die grünen Gummibärchen, wenn man die gegessen hat. Okay. Und ich frage mich gerade, welche Geschmackssorte das war. Die grünen Gummibärchen, okay. Nachgeschmack. Denk mal drüber nach. Ich weiß nicht, das ist eine ganz andere Art, als der eben. Wir werden es rausfinden. Der Wein, der nach Gummibärchen schmeckt. Und damit extrem lecker ist. Ja, das ist richtig. Aber das stimmt, der ist ein bisschen, ich würde nicht sagen blasser, aber blasser positiv ausgesprochen. Genau. Also wie du sagst, nicht so direkt ins Gesicht, sondern leicht. Genau, leicht, auch ja, ein bisschen floraler, also man hat so dieses Kamillenblüten. Ich finde diese grünen Gummibärchen eigentlich ganz cool. Aber es gibt diese Campimo-Bonbons, die eigentlich auch sehr lecker sind, wenn man die lutscht. Das hinterlässt einfach einen schönen Nachgeschmack. Aber gibt es eigentlich auch eine Regel für Weinschorlen, auch gerade im Sommer, welchen Wein man für Weinschorlen nehmen kann, welchen nicht? Oder? Eigentlich kann man alles nehmen, glaube ich. Aber ich finde es halt schöner für eine Weinschorle, die etwas spritziger ist. Irgendwie, dann würde ich, glaube ich, wahrscheinlich dann den ersten, eher den ersten nehmen. Genau. Aber ich finde den halt ganz schön so zum Grillen. Irgendwie zu einem Fleisch passt er super, oder zu einem tollen Fisch. Ist einfach ein bisschen dezenter, ist leichter, floraler. Das ist echt lecker. Okay. Wen würdet ihr nach Hause nehmen? Beide. Ich glaube, den ersten. Ich auch den ersten. Den ersten. Okay. Wobei kommt drauf an. Also ich glaube, so zum Grillen und ich sage mal, wenn man mehr trinkt, glaube ich den zweiten, weil er einfach ein bisschen leicht ist. Und um ein bisschen was Besonderes zu haben, den ersten vielleicht so. Finde auch. Und wenn man nur eine Flasche trinkt und 2-3 Gläser nur und nicht hat ganz den ganzen Abend. Wäre auch super lecker. Ja. Cool. Lecker. Also, ich danke euch, dass ihr da wart. Vielen Dank. Und, danke auch. Genau, wir hören uns auf jeden Fall, oder ich höre euch dann morgen um 5 Uhr in Hamburg auf der 97.1. Ja. 97.1.